Guten Morgen. Leib am Lisha Foda, am Nummer Jesu, komm ich nicht hier, ne, ich danke dir für deine Leib, ich danke dir für deine Güte. Ne, ich bete auch, dass du an diesem Dach uns rätst. Halb ans Ding, wann da war das Wurte verstohne, und du noch zu leben. Ja, fand es ein Abrechtet, heute am Nummer Jesu. Amen. Wie hat der Jesaja auch gefeftigt, das Fasten von den Israeliten, der ist gewonnen. Sei deine Faste, sei jene zu Schweizer, deine Bete, aber sie handelt, anreicht, werden sie alle deine, und dort scheinbar Gott nicht an. Gott sagt, wenn die Faste, dann wenn die Welle, dort ich mein Gebet, ihr Gebet erhören soll, dann fängt an, dort rechst du zu deinen mit jenen Mitmenschen. Dort ist ein Wort für uns von dort. Wenn wir wollen, dass Gott unsere Gebet erhört, dann müssen wir anfangen, das Rechte zu tun. Im Kreis in dem Sinn redet Gott wieder in Jesaja 59. Das heißt, ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen. Und dazu noch taub, so dass er euren Hilferuf gar nicht hört. Also die Israeliten glauben, Gott hört uns nicht, Gott kann uns vielleicht nicht helfen. Und Gott sagt, das ist nicht das Problem. Und das ist von da auch nicht das Problem. Das Problem ist nicht, dass Gott uns nicht helfen kann. Das Problem ist auch, dass Gott uns nicht helfen will. Er ist nicht doof. Er kann uns einen Helferschrei auch hören. Aber das heißt in Vers 2, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und euren Gott. Also die Sünde hat sich abgehübt aus einer Steinerklampe. Aus einer Mühe zwischen Ernt und Gott. Und der hindert dort. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. So zwischen Gott, wie so viel Schuld, zwischen Gott und den Menschen, wie so viel Schuld, dass die Gebete nicht anschauen, nicht leider, das ist ein Wort für unsere Zeit, wo man so viel Sünde erlaubt und sich alle daran bemischt, um die Sünde heute dazu zu bezahlen und frei zu werden. An euren Händen klebt Blut. Sie sind besudelt von all dem Unrecht, das ihr tut. Ihr lügt und betrügt bei jeder Gelegenheit. Redet weiter von vom Unrecht. Und das redet Gott auch wieder von. Also, die Bibel sagt hier so klar, das Problem ist nicht, dass Gott nicht helfen kann. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht hören kann. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht Kraft hat. Gott hat Kraft, Gott kann hören. Gott will helfen. Aber die Mauer von unbekannten Sünden, die Ungerechtigkeit, die Hölle ans Gebet ab. Wenn sagt die Bibel so klar, das gerechte Gebet vermag viel. Wenn es das erste Wort wie Matthäus ans Leben für Gott in Ordnung bringen. Um dort unsere Gebete nicht gehindert sind. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich bete, dass wir ans Leben der Stachen, dass wir die Sache finden, was die nicht gefallen, dass wir die Sünde bezahlen lassen. Dass du nicht zwischen uns in die Licht, dass du unsere Gebete antwortest, Herr, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.